Stecker rein. In 2015 gibt es auch hier einige Änderungen. Die Ökostromumlage sinkt erstmals von 6,24 auf 6,17 Cent. Das kann sich auch auf die Verbraucher auswirken. Denn den Stromanbietern steht es frei, ihre Preise darauf anzupassen. Um den Stromverbrauch zum Beispiel in Haushalten zu drosseln, gibt es jetzt für Kaffeemaschinen spezielle Anforderungen. Seit 1. Januar dürfen nur noch Geräte verkauft werden, die sich nach spätestens 40 Minuten selbst ausschalten. Der Rundfunkbeitrag sinkt ab April 2015 um 48 Cent. Somit muss jeder Haushalt nur noch 17,50 Euro im Monat bezahlen. Seit 2013 gilt hier die Regelung, dass jede Wohnung, egal ob mit oder ohne Endgerät, diesen Beitrag entrichten muss. Von dem Geld wird vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert. Eine weitere geplante Änderung 2015 ist die Erhöhung des Beförderungsentgeltes. Laut dieser Regelung sollen Schwarzfahrer 60 statt 40 Euro Strafe zahlen. Seit 12 Jahren wurde dieser Betrag nicht angehoben. Jährlich gehen den Nahverkehrsbetrieben rund 250 Millionen Euro Einnahmen durch Fahrgäste ohne Ticket verloren. Bis die Regelung endgültig beschlossen ist, wird es aber noch einige Monate dauern.